So, cool. Hier haben wir einen Monitor von AOC. Seht ihr das hier? Hier unten steht's. Ich habe mir den bestellt, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich habe mir den bestellt, weil ich nicht mehr mit Fernseher zocken wollte und ein bisschen mehr was haben wollte, was eigentlich für Gaming ausgelegt ist. Ich brauche ein Messer. Und deswegen habe ich mir das Ding bestellt. Und wir schauen heute mal, ob ich das Ding aufgebaut kriege. Ich habe nämlich noch gar kein Kabel dafür. Also ich habe HDMI-Kabel, aber ein DisplayPort-Kabel habe ich noch bestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit dem HDMI, was ich hier habe, überhaupt die 144 Hertz rauskriege. Oder eher wahrscheinlich nicht. Wir werden mal sehen. Aber DisplayPort schränkt sich dafür schon mal ganz gut eigentlich. Das ist laut. So. Was haben wir denn hier? Bandenweise. Power Cable. Es kommt mit einem DisplayPort Kabel. Es kommt einfach mit. Oh mein Gott. Lul. Und es kommt auch noch mit einem HDMI Kabel. Ja lol. Ja lol. Hätte ich das gewusst. Ja lol. Und dann kommt hier so ein Pappzeug. Wie heißt das hier? Ist der ganze Monitor da drinnen? Uff. Ach komm schon. Ohne Scheiß, ich drehe das um. So, hier. Zeug. Ah, ne, CD ist hier sogar mit drin. Zur Seite. Und dann haben wir hier ganz vorsichtig. Ich keine Ahnung habe, wie das hier genau verpackt ist. Dann haben wir hier noch Styropor. Dann haben wir hier den Ständer. Dann haben wir das, was es zusammenhält. Dann haben wir hier so, das ist auch noch ein Teil vom Ständer. Also das kommt unten, dann kommt das da rauf und dann kommt der Bildschirm hier oben ran. Und dann kann man das Ganze hier so aufmachen. Dann haben wir hier unten einen Bildschirm drin. Ich möchte ihn da jetzt rauskriegen. Oh, doch so, okay. Aha. Ich kann das zur Seite packen. Und dann kommen wir hier dran. An den gecurveden Monitor hier. Ja, ich habe mir einen gecurveden geholt. Einfach weil, keine Ahnung, weil ich es konnte. In dem Sinne. Der AOC 24G1. Und da war irgendein Buchstabe davor, glaube ich, aber ja. Und hier ist er. Könnte man auch so als Dings zum Vorlegen nehmen. Ja, 144 Hertz, 1 Millisekunde Minimum. Bedeutet Average sind es 3 Millisekunden. Habe ich mitbekommen. Also ein bisschen, da tricksen sie ein bisschen mit den Angaben. Aber ja, bauen wir das Ding mal auf. Ich muss erstmal alles hier auspacken. Fangen wir damit erstmal an, bevor wir aufbauen. Erstmal auspacken. Boah. Total kalt und stabil. Ist ja auch noch viel besser. Boah, das schnürt in die Finger. Aua. Ja. Raus hier. Ich will das nicht kaputt reißen. Dann muss ich halt kaputt reißen. So. Ging anscheinend jetzt nicht wirklich ohne. Also eigentlich geht's ohne, aber ja. Okay. Hier haben wir das nächste.
Aua. Geh doch mal ab. So, der ewig bis das zerreißt hier, aua. So. Ja, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich bin noch ein bisschen weinerlich. Ja, wirklich noch so müde, ne? Ah, komm schon. Geh auf. Ach komm, jetzt hole ich mir eine Schere für den Scheiß. Ah, das reicht, reicht. Also wirklich, das immer reicht. So. So schön verdreht. Und ich nehme hier auch nochmal ein Klebeband, wo ich auch nochmal die Schere für nehme kurz. Holen wir den Ständer hier auch noch raus. Dann können wir es jetzt endlich aufbauen. Nicht gerade die schönste Perspektive, aber egal. Wir stellen erstmal hier den Fuß auf. Die Frage ist, wie lässt sich das hier damit verklinken? Also hier unten richtig. Ach, das ist nur reinzustecken, ja. Sag mal so, es wackelt halt, ne? Aber okay. Kann das ja dann hier später in der Höhe verstellen? Ach ja. Okay, geht einfach oben auch schon wieder hoch. Hätte ich dann schnauze, vielleicht macht das ja hier der Bildschirm durch das Gewicht. Lass mal, was das unten bleibt. Wer weiß, schauen wir erstmal. Wir lassen ja Hinweise uns hier sowas erstmal dran. Und dann gucken wir, wie wir das Ding hier reingekriegt kriegen. Warte mal, vielleicht sollte ich das andersrum. Oder ja, ich sollte das andersrum machen. Ich sollte den Bildschirm hier hinstellen und sollte das, ja, das Ding da anklinken. Funktioniert, das ist schön, dass das funktioniert. Und ich habe jetzt wahrscheinlich schon 1000 Fingertatschen auf dem Bildschirm. So, und schon haben wir das Ding hier. Eindeutig zu hoch. Ja, jetzt macht das Gewicht von dem Bildschirm, dass das so unten gehalten wird. Mal Chips zur Seite packen und den Laptop zur Seite packen. Dann können wir das Ganze nämlich auch noch verschieben. Und noch weiter nach unten geht nicht. Ne, ist schon das unterste. Ist aber, glaube ich, auch okay. Dann muss ich mal hier drüben hin. Wieder. Box kommt jetzt hier auch weg. Ja, ich bin total am Umräumen von meinem Zimmer. Ihr seht schon, das ist auch ein anderer Tisch als sonst. Ja. Gut, machen wir jetzt mal weiter mit dem Displayport-Kabel. Weil ich das gerade einfach in der Hand habe. Oh, da sind wieder so eine schwarzen Dinger dran. Ne? Kabelbinder, die ich irgendwie immer wegschmeiße und mich dann traurig bin, weil ich die eigentlich voll gut verwenden könnte selber für Kabel. Irgendwie werden die immer nur hergestellt, damit sie weggeschmissen werden. Habe ich so das Gefühl. Also umweltmäßig ist nicht so geil. Aber das ist ja mit den meisten Sachen so. Und vor allem mit Verpackungen so. Okay, Displayport. Schauen wir mal, ich habe noch gar nicht geguckt, wie die Anschlüsse sind. Ach, die sind da unten dran. Total überhaupt nicht sichtbar. Aber egal. Gucken, reicht die Länge überhaupt aus? Ja, sollte reichen. Gut, dann schauen wir mal. Das war das Ganze. Wir können den ja auch noch neigen, ne? Ja, dann neige ich den jetzt hier auch noch, damit ich hier auch rankomme. Da haben wir Displayport. Interessantes Zeichen. Ich wusste ja, dass es ein eigenes Zeichen hat. Wie rum ist das? So rum scheint das zu sein. So, ist das schon mal drinne? Seite vom Kabel. Das Kabel ist ein bisschen verdreht, was doof ist. Aber das kriegen wir schon hin. Die andere Seite den Computer rein. So, haben wir drin. Ich habe schon mein schöner Tisch hier, den ich als Ablage benutzen wollte. Eigentlich nur voller Kabel. Aber gut. So. Jetzt haben wir das Display-Port-Kabel drin. Und das Power-Kabel. Ein HDMI-Kabel brauche ich jetzt eigentlich nicht dafür. Ich habe auch kein HDMI-Port mehr frei, weil ich habe ja noch das Grafiktablet drin.
Kabelpower. Kabelpower. Da ist noch so ein Ding dran. Ne? Auch so ein Kabelbinder, aber in der Billigvariante. In der ganz billigen Billigvariante. Reicht ja aber auch aus fürs Wegschmeißen. So, jetzt ist die Sache, ich weiß jetzt schon, dass das Kabel nicht reicht. Durch an, wie lang das Kabel ist, ist nicht besonders lang. Ja. Jetzt brauche ich echt eine Verlängerung für einen Meter. Das ist irgendwie schon halb unnötig. Ich habe hier eine Verlängerung. Ganz zufällig in der Schublade. Nicht schon on purpose, weil ich nicht schon wusste, dass das Kabel viel zu kurz ist. Nee, wusste ich wirklich nicht. Aber ja, ich habe immer irgendwo eine Verlängerung in der Schublade. Das heißt, das ist, glaube ich, eine 2 Meter Verlängerung und das Kabel ist ja irgendwie 1 Meter lang oder anderthalb, höchstens. Und jetzt stecken wir drin. Erstmal gucken wir rum. So rum. Das mal hier durch. Nee, hier hinter. Ich bin immer so einer, der irgendwo irgendwas durchziehen will, damit es cooler aussieht, aber irgendwie ist es ja letztendlich nur Kabelei. Ah, okay. Ah, ist drinne? Ja, ist drinne. So, dann ziehen wir die Verlängerung mal. So, jetzt habe ich das Ganze erstmal aufgebaut. Und dann kommen wir jetzt hier zum Action-Part. Und schon geht er an. Das soll hier so komplett neue Experience für mich sein. Sieht auf jeden Fall schon mal auf den ersten Blick echt cool aus. Der andere das ist cool, sieht schon mal ziemlich cool aus. Ich muss mal meinen Desktop aufräumen. Ja, cool. Ja, ne, das brauche ich jetzt nicht. Schauen wir mal. Sieht ziemlich bunt aus. Ich bin schlecht im Farbenvergleichen, schlecht im sowas einschätzen. Aber sieht auf jeden Fall jetzt für mich, als jemand, der jetzt nicht so die krasse Ahnung hat, wie das aussehen müsste, schon mal gut aus. Schauen wir mal, ob wir die... Ich glaube, die 144 Hertz haben wir noch nicht. Heute der Anzeigeeinstellung, 60 Hertz sagt er nämlich. Hier auf 144 Hertz aufgehen. Jetzt hat er das Spiel auch noch gestartet, was ich eigentlich nur Änderung beibehalten. 144 Hertz sagt er hier auch. Nein, ich möchte jetzt nicht spielen. Pikuniku. So, jetzt haben wir auch kein Hintergrundbild mehr, warum auch immer. Was schade ist. Warum auch immer mir der das jetzt geklaut hat. Aber ich muss sagen, die Maus sieht verdammt flüssig aus. Ich meine, wow. Oh mein Gott, das ist heftig. Würde ich sagen, wir sollten mal kurz ins CSGO-Match und schauen mal, wie sich das Ganze anfühlt. Ich bin echt gespannt, ne? Ob man da irgendein Ghosting hat oder so. Weil ich hatte schon ein paar Reviews angesehen, hat jemand gesagt, es ist schon ein Ghosting zu sehen. Ziemlich krass. Oh mein Gott. Boah, ist das schön. Oha, sieht so verdammt smooth aus, wirklich. Ich kann jetzt so kein Ghosting feststellen, aber bin auch kein Experte für. Ich dachte schon mal, 60 Hertz wären krass, aber Junge, 140 Hertz. Ich muss auch sagen, die Farben sehen auf jeden Fall ausreichend aus, also irgendwie, also ist schon gut, ja. Nachgelesen, irgendwie RGB-Spektrum oder sRGB-Spektrum schaffen sie nur 96%, die meisten Bildschirme sind irgendwie bei 102 oder so. Aber sieht für mich jetzt ausreichend aus, da ich jetzt kein Color Artist bin oder so und mich jetzt die Genauheit, also das Farben ganz genauer sind, nicht so sehr interessieren. Die Farben sind überhaupt sind voll genug und das sieht eigentlich normal aus, also sieht jetzt nicht blass aus oder sowas und nicht bläulich oder zu warm oder was auch immer. Ich finde das eigentlich passend. Sieht passend aus.
Ah ja, okay, haben wir genügend getestet mit dem Spiel jetzt hier und ich muss sagen, sieht schon mal gut aus. So, Bild weg ist, das stört mich gerade ein bisschen, das muss ich gleich noch austauschen. Aber ansonsten scheint es soweit in Ordnung zu sein. Zumindest jetzt vom ersten Blick. Und ja, also ich bin erstmal zufrieden. Also was ich immer wieder höre von Leuten, ne? Wenn ich ein Unboxing mache und dann sage erster Eindruck oder erstes Review, dann sagen die Leute, du gehst ja gar nicht so richtig auf die Details ein und wie lässt sich das im Alltag benutzen. Und Leute, wenn ich das unboxe, dann unboxe ich das wirklich für mich auch zum ersten Mal. Also ich habe das nicht vorher schon ausgepackt und getestet. Also wenn ich mal Unboxing und erstes Review hinschreibe, dann heißt das, dass ich mir das so angucke, wie ich es selber jetzt im ersten Moment erstmal wahrnehme, ja, also dass ich dann später das noch teste und dann die Macken und so weiter noch rausfinden werde, ist klar. Deswegen ist wahrscheinlich auch klar, dass ich meistens eher halbwegs positive Eindrücke habe, weil die Macken sich erst später rausstellen. Aber ja, deswegen ist glaube ich klar, wenn ich das selber mir erst zum ersten Mal angucke und das noch nicht lange benutze, dass ich dazu noch gar nicht so viel sagen kann, als wenn ich es schon ewig benutzen würde. Deswegen könnte ich jetzt eigentlich ein weiteres Review zum Tablet machen, weil ich es jetzt ein bisschen benutzt habe und weiß, wie es tickt. So einigermaßen. Macken habe ich zumindest noch nicht gefunden, aber ansonsten weiß ich, wie es tickt. Aber ja, beim ersten Review konnte ich halt noch nicht so viel machen. Da konnte ich nur mal eine Linie zeichnen, gucken, wie es reagiert, ob es genau ist und so weiter. Ne? Und dementsprechend kann ich auch hier nur das Ganze so machen, wie ich es selbst wahrnehme. Ansonsten vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Follow, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. We'll be right back.